Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Dishonored. Ich bin Marv und in der letzten Folge haben wir den Lautregenten gestürzt und zwar friedlich. Was macht ihr da? Ich befehle euch, eure Waffen niederzulegen. Lasst uns hochverraten. Es ist vorbei, Hiram. Dafür wird ihr Kopf rollen. Nein! Ich mache euch reich, wenn ihr mich nur gehen lasst. Ich bitte euch. Sie haben fast die Stadt zerstört. Kein Geld der Welt macht das wieder gut. Bereitet ihn für den Marsch nach Coldridge vor. Ja, Sir. Soll ich mir den noch schnappen? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, hätte ich das Teil unprogrammiert, wären die jetzt alle tot gewesen. So entkomme ich hier aber nicht. Ich könnte aber einfach wieder den Hinterausgang nehmen. Oh, guten Tag. Der hat mich gar nicht gesehen. So, ist hier unten noch jemand? Nicht offensichtlich. Und offensichtlich auch nicht. Dann kann ich einfach hier wieder rausspazieren. Kein Mensch weiß, dass ich derjenige gewesen bin, der das jetzt hier alles veranlasst hat. Jetzt muss ich hier quasi nur noch rauskommen. Aber das sollte kein Problem sein, da jetzt hier eigentlich alle erledigt sein sollten. Schon verrostet? Nee. Wollte schon sagen. Das wäre jetzt aber schon ein bisschen schnell gegangen. So. Wunderbar. Lord Regent ist gestürzt. Abmurksen hätte ich ihn immer noch gekonnt. Aber sollte er sich nochmal irgendwie blicken, dann ist er dran. Irgendwas muss Emily ja später auch noch zu tun haben in Teil 2. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hound Pits Pub? Sam, fahren Sie uns zurück. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. So, wunderbar. Ah, mit weggesteckter Waffe bewege ich mich noch schneller. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Was heißt denn fast? Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Ja, dann. Feier mit den Kaiserstreuen in der Bar. Party, Party. Ist unser Kumpel hier oben oder ist der auch auf der Party? Der ist auch auf der Party. Na gut, dann gehen wir ein bisschen Party machen. Hast du jemanden umgebracht? Wie viele? Ich will keine Angst mehr haben. Wenn ich Kaiserin bin, werde ich Angst und Schrecken bringen. Genau wie du, Corvo. Na, das ist doch was. Der Lord Regent ist Geschichte. Leb wohl, Hiram Burrows, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können sie Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. Das Militär wird dazu beitragen. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie keinen Einfluss. Die Edelleute würden Sie in der Luft zerreißen. Verzeihung,
Wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat, doch sie müssen auf alles gefasst sein. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Besuchen Sie Piero und machen Sie sich bereit für den Notfall. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Haben Sie Emily so viele Tote? Wenigstens waren die meisten einfache Bürger. Die Diener sind an allem schuld, Piero? Was falsch läuft. Nein, geht nicht. Aber wir haben nicht das Sagen. Sie, Aufseher. Essen Sie gut, Corvo. Hoher Aufseher. Sie Oha. Sollten sie zu mir schicken, bald. Sie ist verzogen, selbst für eine Kaiserin. Was war das? Neulich sah ich, wie Emily sie ansieht. Weiß sie, was sie getan haben? Die Pendletons, Lady Boyle? Ich glaube, irgendwie weiß sie, was in ihrem Namen getan wurde. Deswegen malt sie auch diese schönen Bilder. Wenn ich Kaiserin bin, lasse ich zwei große Schiffe bauen und zusammenstoßen. Und alle werden ertrinken. Das darf ich doch, oder? Also entweder bin ich betrunken oder irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich kann den Orden kontrollieren, aber ich weiß nicht, ob er gesund ist. Nehmen wir erstmal eine Wurst, dann geht es uns besser. So, Piero, hör mal zu. Soll ich etwas für Sie zusammenbauen? Ich soll mich bei Ihnen vorbereiten auf eventuelle zukünftige Ereignisse. So, das muss reichen. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. You cannot kill the red plague. Okay. Ich gehe jetzt lieber schlafen. Ich glaube, Corvo hat einen Drink genommen und ist jetzt so durch, dass jetzt gar nichts mehr geht. Also es wird Zeit, jetzt ein bisschen auszuruhen, zu schlafen. Und morgen ist alles wieder gut. Hoffentlich. Oh je. Gute Nacht, kleiner Prinz. Es war nett mit dir. Samuel, Sie wirken, als hätten Sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja. Das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Warum ich meinen Hals für Sie riskiere, keine Ahnung. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht überleben Sie. Ich verstehe, warum Sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben. Das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glaubten Sie, Emily nicht kontrollieren zu können, wenn sie in ihrer Nähe sind. Da könnten Sie recht haben. Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn Sie Glück haben, wachen Sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben Sie wohl. Na, wenigstens können wir uns auf Sammy verlassen. Mucksen die uns einfach ab, die Leute.
er war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet. Tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Laute Entscheidung. Keine Ahnung, wo wir sind. Mein Wissen ist groß, Leibwächter. Ich erkenne das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund, der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Nein, meine Waffe. Oh oh. Okay. Das ist strange. Sind wir wieder in einer Zwischenwelt vom Aufseher. Hier bist du nun endlich, in einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der deine Kaiserin getötet hat, des Attentäters Daud. Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren? Wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest. Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Tja, schauen wir mal. Oh je. Die Maske haben sie mir auf jeden Fall gelassen. So, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Achso, heilen kann ich mich im Moment nicht, aber ich habe noch meine Fähigkeiten. Schwupp. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier hinkommen. Als ob man mich einfach so aufhalten könnte. Auch ohne Waffe bin ich gefährlich. Das muss einfach mal so gesagt werden. Das werden die schon feststellen. Da ist ein Toter drin. Aber sonst ist hier nichts, was mich irgendwie stören könnte. So, die Waffe ist weg. Also. Slackjaw wird auch gesucht. Und ich und keine Ahnung, wer die anderen sind. Ach, wen haben wir denn da? Einer vom Lordregenten. So, da hätten wir auch rauskommen können. Achso, warte mal, da hinten, das habe ich übersehen. Attentäterklinge. Und schon haben wir wieder ein Schwert. Von
Von daher, so leicht aufhalten kann man mich nicht. Das war jetzt nicht ganz so schlau. Komm. Okay. Da war ich ein bisschen zu leichtsinnig, würde ich sagen. Brightmoor-Auftrag. Rinaldo, verrichte deine Arbeit, wie es dir gesagt wurde, und stell nie wieder meine Pläne in Frage. Ja, die Frauen, die sich in der Ruine des Brightmoors Anwesen befinden, besitzen Fähigkeiten wie du. Und ja, sie streichen ihre Wurfpfeile mit Gift ein. Aber ebenso wie du meine Fähigkeiten teilst, die über große Entfernung hinweg teleportieren, hast du auch meine Immunität gegen bestimmte Gifte vererbt bekommen. Wie ich es dir bereits sagte, als du damals zu uns gestoßen bist, gehört auch diese Fähigkeit zu den Kräften, die jene mit dir teilen, die mir treu ergeben sind. Mit Glück bist du gegen alle Gifte immun. Die Anführerin der Brightmoor-Hexen muss für ihren Verrat bezahlen. Wenn du Erfolg hast, wird dein Anteil groß genug sein, dass du dir auf deine alten Tage ein schönes Haus in Serakonas bauen kannst, wenn du dann noch am Leben bist, versteht sich. Daud. Ja, der gute Daud hat die Kaiserin ermordet. Einfach so, der alte Schlingel. Dafür werden wir noch mit ihm abrechnen. So, Dauds Hauptquartier. Was ist hier was? Wo bin ich? Keine Ahnung. Was mache ich? Eine actionreiche Sprungeinlage oder... Versuche oben aufs Dach zu kommen. So geht's nicht. Wahrscheinlich komme ich da gar nicht rauf. Ich probiere hier nur wieder etwas, was eh nicht geht. Na, ist egal. Das machen wir anders. Wir machen jetzt stylisch. Fuck. Hätte ja klappen können. Ganz so weit hat es nicht geschafft, nicht gereicht mit dem Sprinten. Okay, dann den normalen Weg. Übers Wasser. Komme ich hier jetzt irgendwie hochgeklettert? Nein. Sehr unauffällig. Sorry, we are closed. Ja. Blöd gelaufen. Ach, meine Ausrüstung ist hier. Das ist ja praktisch. Oh je. Und so komme ich an denen nicht vorbei. Schauen wir mal, dass ich oben rum kann. Wäre schon gut, wenn ich meine Ausrüstung wieder hätte. Dann kann ich Daud nämlich leichter erledigen. Was? Da kommt man nicht hoch. Da muss man hochkommen. Nein, da kommt man nicht hoch. Gut. Dann muss ich es mir irgendwie... Was haben wir denn hier? Ein paar Granaten, ein paar Kugeln. Eine Granate. Ich könnte mir auch direkt Dauds Hauptquartier quasi vornehmen. Aber ich will eigentlich meine Sachen haben, ne? Na, warte mal, ich habe doch hier meine Spezialfähigkeit. So, alles an Mana aufgebraucht, was ich hatte.
So. Sind ein paar Weine. Zack, bin ich da und bin ich schon wieder weg. Meine Ausrüstung. Das sieht so aus, als ob hier jetzt ein Haufen Gegner sind, weil ich diese rote Einblendung habe. Das eine, die sich da gerade am Feuer wärmen, ja. Merkwürdig genug. So, 58 Meter bis zu meiner Ausrüstung. Ich muss mich jetzt hier nicht mit jedem anlegen. Ich brauche nur meine Rüstung. Komme ich da rüber? Den nehme ich doch gerne. Was haben wir hier noch? War es das? Ne, hier sind noch zwei. Natürlich super, könnte ich mir jetzt diese Maske anlegen, wenn sie da schon ist. Dass ich nicht ganz so auffällig wäre. Aber das geht leider nicht. So, schauen wir mal, dass ich hier unten in das Ding reinkomme hier. So, jetzt kann ich nämlich, was kann ich machen? Ja, das Ding ist wohl kaputt. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Das sind wieder diese komischen Pflanzen. Komme ich sonst da oben rüber? Ach so, hier, klar. Easy. Oh nein. Jetzt muss ich nur so ein Ding finden. Der ist schon hinüber, der tut mir nichts mehr. Aber wie es weitergeht, sehen wir es in der nächsten Folge. Ob mich diese Pflanzen fressen oder ob ich einen Walöltank finde, damit ich das hier irgendwie lösen kann, das Problem. Bis dahin, Servus, euer Marv.